Ach so, jetzt komme ich hier also erst rein, wenn ich da passend gekleidet bin und wenn ich hier vielleicht erstmal die über das Abflussrohr offenbar, das ist ja hier einmal so rum. Ich glaube, wenn es so gedreht ist, habe ich ja eben mal Das funktioniert. umgedreht. Ja, jetzt bleibt's so. Da kann ich auch die Parole abhören. Geil, oder? Jetzt werde ich erstmal, glaube ich, hier in der Vergangenheit, das weiß ich auch noch, in der Wirtschaft vorbeischauen. Da habe ich alle Utensilien dafür. Und werde dem Typen hier jetzt den Geist vorspielen. Ich mal hier rein. Upsa. So, jetzt muss ich mal hier die Truhe und da das Bettlaken nehmen. So, jetzt hat Rincewind das alte Ding über. Tür zu. Und ab auf den. Ach, lass uns doch keinen Unsinn machen. Auch sehr gut gesagt, aber Doppelklick war nicht nötig. Man muss aber nur hergehen. Und jetzt hat er gesagt, am Das funktioniert. Nachttisch. Nee, hier die Schmuckkasten anklicken oder was? Der alte Brieföffner im Geheimfachtrick. Welchem Zweck dient das? Wird's vielleicht für geheime Korrespondenz benutzt? Aha! Sieht nach der Kombination für einen Safe aus. Du bist die längste Zeit geschlossen gewesen, Safe. Gut. Gut. Bestimmt Aha. finde ich heraus, wozu dieser Gegenstand dient. Hat er wohl nicht herausgefunden, denn dieser Hammer oder was das da gerade war, davon war ja gar nicht die Rede. In der Das Story. funktioniert. Ach, das ist doch ärgerlich. Da muss ich also mal wieder in die Zukunft oder beziehungsweise in die eigentliche Gegenwart zurück. Hier ist irgendwo das Loch. So. Ab durch den L-Raum. Durch die L-Zone. Ja, ich breche das hier alles mal ab, dann geht das schneller. Und jetzt kann ich hier auch das Buch benutzen. Da muss ich auch hier in der Gegenwart nicht mehr durch die ganze Fakultät hier laufen. Durch die ganze Universität, wollte ich sagen. So, jetzt, nee, zur Wirtschaft nicht, da ist er ja gar nicht, sondern in die kaputte Trommel. Ich befürchte, dass er mir jetzt gleich das Gleiche sagen wird wie vorher, nur eben mit dem Zusatz, hoffe ich jedenfalls, des Hammers. Nein, fort mit dir. Das Immer kennen wir ja mit, ich schon, gebe ich dir gehe ein mal Wach in den durch. Passierschein. Bedeutet das? Oh, ich denke schon. Hast du was dagegen, wenn ich mir alles... Sollte ich mich nicht auf eine... Meinetwegen. Fühle ich mich dadurch besser? Nein. Passierschein? Entschuldige, erzähl... Es war entsetzlich. Da stand er. Wirkte richtig geisterhaft und so. Eine Erscheinung, die direkt aus den Kerkerdimensionen zu kommen schien, sauste genau auf mich zu. Das etwas... Ich habe ein schwaches Herz, habe ich. Fiel auf der Stelle in Ohnmacht. Bist du ohnmächtig geworden, ohne etwas zu beobachten? Zum Beispiel die Aktivitäten des Geistes? Nein, ich habe nichts gesehen. Abgesehen davon, dass der Geist und das Schmuckkästchen griff, den Brieföffner aus dem Geheimfach nahm, dann einen Brief öffnete, den ich unter der Matratze versteckt hatte, den Zettel darin las und die auf dem Zettel notierte Kombination verwendete, um den Safe zu öffnen. Aber abgesehen davon erinnerst du dich an nichts. Das stimmt. Als ich zu mir kam, war der Passierschein für die Stadt weg. Erzähl mir mehr davon. Hatte der Geist einen Hammer? Ja, den hatte er tatsächlich. Und auf welche Weise benutzte er ihn? Damit öffnete er das Schmuckkästchen. Er öffnete das Schmuckkästchen? Na sowas. Warum denn? Der Passierschein fürs Tor befand sich darin. Klasse. Das alles nur, um sowieso im Schmuckkästchen nachzuschauen. Ach ja, das Getränk hier. Reannueller Wein. Das muss ich übrigens noch trinken, damit das alles Sinn Hätte es ergibt. irgendeinen Sinn, um ein Glas davon zu bitten? Ich denke schon, Herr. Na schön, ich möchte ein Glas reannuellen Wein. Warte, Herr, ich sehe nach. Nun, wollte nur ein wenig die Spannung erhöhen. Trink vorsichtig, das Zeug hat's in sich. Tatsächlich? Ich spüre gar nichts. Es ist reannueller Wein. Stammt von Reben, die in der Zeit rückwärts wachsen. Der Wein wirkt sich aus, bevor man ihn trinkt. Gestern Abend musst du ganz schön knülle gewesen sein. Komisch. Ich erinnere mich gar nicht daran, was gestern Abend geschehen ist. So schlimm war's, wie? Reannueller Wein wird aus den gleichnamigen Beeren, Reannuellen, hergestellt, die nur in sehr dichten Magiefeldern wachsen.
Normale Pflanzen wachsen, nachdem man den Samen gepflanzt hat. Bei reanuellen Pflanzen ist es genau andersrum. Auch wenn reanueller Wein die gleichen Nebenwirkungen wie normaler Wein hat, so hat man den Kater bereits hinter sich. Daher sagt man auch, wie wär's mit einem Haar von dem Hund, der dich beißen wird? Okay. Jetzt ist es also richtig, dass Rincewind in der Vergangenheit einmal so auf der Parkbank liegt und pennt. Das müsste jetzt also eintreten. Ja, was mache ich als nächstes? Ich gehe wieder in die Vergangenheit erstmal, glaube ich. Da kann ich dann ja... Ne, hier, das Loch. Das Loch. Komm, das kann man schön mit Escape überspringen. Manchmal passiert ja noch was ganz Außergewöhnliches, wenn man hier öfter rein und raus geht, aber das ist wohl noch nicht der Fall. Ich überspringe das daher mal wieder. Und gehe mal hier hin. So, hier ist in die... Wollte ich jetzt hin? Ach ja, in die Wirtschaft. Da möchte ich jetzt das Drama zu Ende bringen. Das jetzt hoffentlich vollständig durchläuft. Ich weiß gar nicht, ob man das machen muss, aber... Also, jetzt. Schmuckkasten. Der alte Brieföffner im Geheimfachtrick. Welchem Zweck dient das? Aha! Sieht nach der Du bist die längste Zeit geschlossen gewesen, Safe. Ja! Damit komme ich sicher an den Dusseln vorbei, die das Stadttor bewachen. Endlich habe ich die Sau. Jetzt muss ich sie nur noch in die Truhe bekommen. Truhe. Truhe. Da. Das zündelt hier noch immer vor sich hin. Schön. Dann gehe ich wieder raus. So, ich sollte nochmal die. Im Park nochmal das Ergebnis des reanuellen Weins angucken. Das heißt nochmal, also ich bin ja zum ersten Mal hier jetzt. Ah, gut, ich kenne es ja schon. Betrunken und ich glaube, ich werde jetzt hier. Was musste man hier nochmal machen? Ich glaube, ein Anzeichen war hier der Frosch. Der ist ja sozusagen aus Rincewinds Mund gesprungen, am Tor in der unsichtbaren Universität. Und ich glaube, so ist er da reingekommen. Jetzt wird auch der Schmetterling hier so ein bisschen angezogen. Ich weiß noch, damals bin ich darauf gekommen, tatsächlich, als er dann schon hier oben war. Und in der Zukunft bin ich da dann... Habe ich gesehen, dass die Lampe da auf einmal nass war, was vorher nicht der Fall war. Und so ist mir klar geworden, wo ich die ganze Sache hier benutzen muss. Nämlich, das weiß ich jetzt, ach, hier geht's raus oder da doch auch, oder nicht? Das ist ja immer schwierig, das zu finden. Ganz genau einen Punkt treffen. Sonst geht es nämlich schon wieder nicht. So, ich glaube, es war hier in der Straße. Mal gucken, ob ich hier von der anderen Seite reingehe. Nee, das ist eigentlich kurz wie gesprungen. Denn es geht hier um die Stelle, wo dieser Mönch des Ofla-Tempels rumsteht. Unter dieser Laterne hier. Da muss der Schmetterling ausgesetzt werden. Jetzt brauche ich die Truhe. Wegen dem Butterfly-Effekt funktioniert das nämlich jetzt so, dass es irgendwie an dieser Stelle dann in der Zukunft oder in der Gegenwart, da wo ich halt sonst jetzt herkomme, regnet. Ja, ich fürchte, ich muss ja erst in die Ecke gehen. Da
schon, den Butterfly-Effekt jetzt. Das ist eines der Rätsel, die sind wirklich sehr schwer zu finden, wie ich finde. Das habe ich damals nur durch Zufall herausbekommen, wie gesagt, durch die Lampe, Laterne im Park, die da nass war in der Gegenwart. Jetzt regnet es hier, und so muss es auch sein. Da steht er. Und ich glaube, hier kann ich an der Stelle nur noch den Tontopf mitnehmen. Das Leben ist also auf den Hund gekommen, wie? In deinem Fall auf den Topf? auf Wiedersehen. Das funktioniert nicht. Nein, ich kann es nicht bewegen. Okay. Geht auch nicht rein, also war es das hier tatsächlich. Ja, der Troll. Ein Troll ist für alles gut. Die Trolle ist ja mehrere hier. Was haben wir denn da? Kann man hier auch noch was machen in der Vergangenheit? Das funktioniert. Das funktioniert nicht. Okay, hier ist also auch nichts, denke ich weiter. Da kann man auch nichts mehr machen. Das ist ja dann relativ einfach, wenn man hier jetzt so gut wie gar nichts mehr machen kann. So, aber das war es natürlich noch nicht. Ich musste mich auch noch hier vorbei, in der Trommel. Und zwar brauche ich diesen irgendwas von der Trommel da oben brauche ich. Ich glaube, es ist der Schlagstock, wenn ich mich recht erinnere. Oder Trommelstock. Ich weiß nicht, ob man bei diesen Rätseln auch darauf kommen kann, aus den Dialogen, dass man irgendwelche Dinge benötigt. Es ist oft ja nicht mal selbsterklärend, was man so alles haben muss. Aber man sieht ja jetzt auch schon, eigentlich jetzt von der Logik her, in der Zukunft oder in der Gegenwart ist ja die Trommel kaputt. Heißt dann ja auch kaputte Trommel oder zerbrochene Trommel. Und hier ist sie noch ganz, also muss ich die ja wohl irgendwie nehmen. Den Trommelstock. Wer bist du und was willst du? Nichts! Ich bin nur hereingekommen, um in aller Ruhe was zu trinken. Ich meine, ich will keinen Ärger. Warum lasst ihr mich nicht in Frieden? Halt dich von mir fern, wenn du keine Schwierigkeiten willst. Schwierigkeiten? Oh, jetzt geht's los. Der Stunk beginnt. Könntest du dich etwas klarer ausdrücken? Ich meine schrecklichen, furchtbaren und vor allem schmerzhaften Stunk. Ich bin der gemeinste Tavernenkämpfer weit und breit. Tatsächlich? Ja, mach bloß keinen Unsinn. Ich könnte mich zu Dingen hinreißen lassen, die du für den Rest deines Lebens bereust. Hör mal, ich heiße Rincewind und ich bin Zauberer. Mir liegt nichts daran, dich zu verprügeln. Ich bin Horton Knirps, von rechts wegen Barbar. Du siehst wie ein Buchhalter aus. Aber ich bin ein außerordentlich psychotischer Abenteurer und gehöre nicht zu den Kümmerlingen, die sich in Tavernen herumstoßen lassen. Ich bin ein Einzelgänger, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich kein Massenmörder sein kann. Ich mag Katzen, doch daraus solltest du nicht schließen, dass mir Kuscheliges gefällt. Es käme mir nie in den Sinn, so etwas zu vermuten. Nun, jetzt muss ich wirklich gehen. Schauen wir mal das Bild ein an. Ein prächtiges Bild. Zeigt vermutlich jene Katzen, die bei der jährlichen Katzenschau von Ankh-Morpork die ersten Plätze belegt haben, wie? Hey, das stimmt. Und es ist es nachdenkenswert. Ah, jetzt muss ich das Glas hier umdrehen. Was ein Anzeichen für eine Schlägerei ist. Die Mittelländer finden das anscheinend sehr einladend.
weiternehmen. Eine kaputte Trommel heißt. Hoffentlich benutzt man ihn nur als ein Gefäß für Wasser. So, an der Universität kann ich jetzt nichts mehr machen. Mir fällt auch jetzt gar nicht mehr ein, was ich hier in der Vergangenheit noch tun kann. Ich könnte mir auch noch mal die ganzen Plätze angucken. Aber ich habe da schon eine Idee, was... Halt! Da gehe ich jetzt nicht weg. Ich gehe diesmal nämlich jetzt hier direkt nochmal in der unsichtbaren Universität schauen. Beziehungsweise am Gelände. Man muss ja noch irgendwie die Pflaumen bekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch... Gehe ich mal den Pfad hier nochmal entlang. Oh, eine Mülltonne. Die konnte ich jetzt, ja, die war vorher glaube ich nicht da, oder? Hier stinkt's. Wie soll es mir jemals gelingen, Truhe zu reinigen? Sie verabscheut es, ein Bad zu nehmen. Anscheinend war es das schon, was ich hier brauche. Okay, das war mir nicht mehr ganz klar. Kann ich den jetzt einfach nehmen? Ich muss es mal ausprobieren. Das ging ja vorher nicht. Das funktioniert nicht. Was ist das denn? Pflaumen, erstklassige Qualität, wirken garantiert verdauungsfördernd. Igitt! Das funktioniert nicht. Nun, wir sehen uns später. Tja. Ich werde jetzt mal den Trommelstock hier versuchen abzuwenden. Ich glaube nämlich, dass wir hier irgendwo hatten wir doch den... Wo war das denn? Haben wir nicht so einen Gong hier auch? Bin ich ganz sicher. Ich meine, hier in dem Speisesaal bei dem... Da war doch so ein Gong. Ah, das funktioniert. Jetzt geht er also was zu essen. Einnehmen. Hervorragend. Dann kann ich jetzt ja endlich die Pflaumen zu mir nehmen. In der englischen Version, das habe ich heute mal im Internet gesehen, spricht übrigens Eric Idle. Einer von Monty Python, den Rincewind. So, dann habe ich jetzt die Pflaumen, dann kann ich erstmal einpacken, ne?